Wenn Sie meine früheren Adventskalender verfolgt haben oder bei mir im Kurs gewesen sind, wissen Sie, dass Sie mit dem Tastenkürzel STRG D den Exportdialog für die Tonspur aufrufen. Sie können das dann entweder im WAV oder im MP3-Format abspeichern. Das Problem, was Sie haben, ist, falls Sie schon ein Intro eingebunden haben und dort Musik mit drin ist, dann wollen Sie die nicht unbedingt neu bearbeiten, sondern eventuell nur Ihre Sprache. Sie können aber im Camtasia Studio einfach einen Bereich markieren, dann STRG D drücken und dann wird nur die Tonspur des markierten Bereichs exportiert.